ist mein Ziel. Toll. Cool. Finde ich echt spitze. Hör mal. Ja, danke. Arsch. Der Self-Sacrifice. Ich will wissen, ob da was hinter ist. Ich sammle so viele Herzen, wie es geht. Und das klappt ja. Und dann gucke ich, ob es mir was gebracht hat. Dich da zu opfern. Das ist das, was ich herausfinden will. So, ich habe keinen Schlüssel bekommen. Vielleicht bekomme ich einen Schlüssel. Ansonsten muss ich spielen gehen. Und das will ich nicht. Nicht für einen Schlüssel. Ja, wir haben die Left Hand. Ich glaube, ich schreibe es in die Beschreibung. Und ich mache es am Ende eh nicht. Ich vergesse es eher. So. Das hier ist so dämlich, was ich mache. Oh, komm schon. Was hat es mir gebracht? Wurde ich stärker? Sieht nicht so aus. Wenn irgendjemand es weiß, bitte sagt es mir. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das jetzt mal gemacht, um auszuprobieren, ob es da denn überhaupt was gibt. Es hätte ja sein können. Ne? Es wäre logischerweise sehr gut möglich gewesen, dass da was ist. Aber da war nichts. Und ich werde nicht ruhen, bis ich weiß, was da ist. So sieht es aus. So sieht es aus. Ja, wollte schon mal gesagt haben. Herzen haben wir voll, blaue Herzen haben wir einen Haufen gehabt, alle verloren. Und wir haben echt nichts davon gewonnen. Ich weiß es nicht. Gibt ja keinen Gegner, wo ich was ausprobieren kann. Was haben wir jetzt dadurch? Was? Ich weiß es nicht. Ich würde es gerne wissen. Auf jeden Fall. One way. Okay, das war eigentlich schon der Grund, warum ich eigentlich mit Maggie gespielt habe. Ein Schlüssel! Ja, geil. Awesome. Damn. Ich habe Glück. Hat das was damit zu tun? Ich weiß es nämlich nicht. Noch eine Bombe. Ich gewinne recht viel gerade. Oder ist es einfach nur Aberglaube meinerseits? Ich habe einfach nur Glück. Okay, das ist jetzt echt schon cool. Aber was hat mir das Self-Sacrifice Room jetzt genau gebracht? Vielleicht ist es ja das hier. Vielleicht habe ich Glück. Also man kann nichts sagen. Ein wenig habe ich bestimmt. Aber es musste ich am Self-Sacrifice Room bringen. Ich habe keine Ahnung. Die Left Hand. Hatten wir vielleicht schon mal die Right Hand? Ich weiß nicht. Oder haben wir die freigespielt? Kann auch sein. Ich glaube, ich gucke gleich einfach mal nach. Oh, ich frage meinen Bruder. Charm of Vampire. Oh, wir können ja nichts dagegen machen. Charm of the Vampire. So. Also. Wir haben rund 4 oder 5. Da wollte ich nicht lang. Blaue Herzen verloren. Und gehen mit einem Schlüssel mehr, einer Bombe mehr. Einer Münze, zwei Münzen weniger, aber einem Herzcontainer mehr, wieder raus. Aber wir haben auch wieder ein blaues Herz bekommen. Also haben wir so ungefähr mal 1, 2, ich würde sagen 3 blaue Herzen verloren. Ich weiß aber nicht.
weil insgesamt 4 verloren, aber 1 bekommen, also 3. Ich bin mir nicht sicher, könnten auch 5. Egal. Darum geht's jetzt nicht. Oh, ich habe vergessen, dass Maggie so unglaublich langsam ist. Da sind die Gegner natürlich sehr angenehm. Oh Mann, jetzt hat das Team Baby mir die Scheiße. Was? Ja, okay, jetzt wurde ich wieder getroffen. Das ist ja ätzend. Halo of Flies. Jetzt haben wir 3 Umringende. Wenn wir jetzt noch den Guardian Angel bekommen würden, wäre es perfekt. Dann wäre es perfekt, weil dadurch, durch den Guardian Angel, würden wir ja alles noch etwas schneller machen. Schnell ist. Also schnelle Umdrehungen. Schnell ist sicherer auf jeden Fall. Da wir fliegen, haben wir nichts verloren. Nein, Lives will ich ehrlich gesagt nicht. Nein. Aber Rubber Bobby. Rubber Bobby kann man mitholen. Das ist wieder ein Damage-Up, weil mit dem Demon Baby, das ist nicht das Wahre. Woo, Chat Reaction! Yeah! Chat Reaction! So, Bombe bekommen. Ich muss schon gerade überlegen, was habe ich jetzt. Was habe ich noch mal mit? Ah, Halo of Flies, stimmt. Ich war gerade nicht ganz sicher. Oh, cool, danke. Oh, cool, danke. Ich möchte ehrlich gesagt die Left Hand behalten. Ah, wisst ihr was? Einen Moment mal kurz. Hallo, und da sind wir auch wieder. Bei Let's Build Bank of Isaac. Der Fischkopf macht bei einem Hit das blaue Fliegenspawn. Und die linke Hand ändert alle Kisten in rote Kisten um. Ich behalte einfach meine linke Hand. Das bringt vielleicht ein wenig Schwung in die ganze Sache. Also, wieso nicht? Kann man auch machen. Ein bisschen Schwung hat noch niemandem geschadet. Aber pro Schaden, davon machen wir ein bisschen was. Oh cool, ne? Hier so bam. Bang. Und einen Schlüssel. Ja. Schön. Und Pille. Friends till the end. So, wir brauchen den Fischkopf nicht mehr. Okay. Bam. Boah, sind wir stark. Okay, mit den ganzen Mitläufern, die wir hier haben. Das ist schon hart. Hardcore ist das. So. Boah. Ich hätte schwören können, dass wir da getroffen werden. Aber ist nochmal gut gegangen. Okay. Wow. Ach komm, hau rein. Piep. Das ist schön. Piep ist toll. Piep ist toll. Piep ist echt Wunder! Wow! Ich glaube, da hat uns eine Fliege gerade ein bisschen den Arsch gerettet. Wow! What up? Boah, die haben ja echt einen krassen Schutzschild. Und ich mal sagen. Oh, oh, oh. Das war aber irgendwie... Okay, oh, mehr Speed. Das ist schon mal sehr gut.
Ich werde jetzt mal da hinten hingehen, aber auch nur, weil ich... Nö. Ah, einen Moment. Nee, wir gehen weiter. Wir haben alles, denke ich. Ah, machen wir einfach weiter. So. Wir sind jetzt in den Tiefen, den Tiefen, den Tiefen. So. One way. Und weg. Das ist gut. Und dann sammeln wir direkt alles Geld ein. Ha. Ich mach mal erstmal die Feuer aus. Damit ich nicht rumlaufe. Ja, uah. Ich feuer einfach mal hier. Schön. So, so. Und wir können nochmal weitermachen. Das passt doch alles. Und das nervt. Ja. Schön. Passt doch alles, ha? Oh, das war... Ah, was ist Telepille? Nee, Friends to the End. Schön, dass ich das hier so gut gebrauchen kann. Auch hier, wunderbar. Mit dem Shop überlege ich mir. Ich überlege es mir nicht, ich mache es. Genau deswegen habe ich es gemacht. Weil wir bekommen Geld oder Steam Sale oder was anderes. Das ist viel Geld. Jetzt hätte ich gerne den Counterfeit Penny. Weil im nächsten Floor sind wir dann der King. Dann können wir uns viel leisten. Beziehungsweise Bettler oder so, je nachdem. The Tower. Merke ich mir. Behalte ich mir im Hinterkopf, dass wir den haben. Oh Gott, dang it. Ich will, dass das alles etwas schneller rumgeht. Mit unseren netten Freunden hier. So. Monstrous Zahn. Ich hol mal ein bisschen mit. Ich will ihn aber eigentlich gar nicht. Oh Gott. Nee, das ist der Falsche. Wieso auf den? Ganz ehrlich, wieso auf den? So, zum Glück haben wir die Batterie. Und Monstrous Zahn ist sofort oder bald wieder aufgeladen. Eine rote Kiste. Weil sind jetzt alles rote Kisten? Ja, das läuft doch. Okay. Wir haben vielleicht ein wenig Herzen. Ich überlege mir das mit Monstrous Tooth, weil Yam hat das Traum ja auch nicht für immer. Auch das mit der Blutbank. Das habe ich überlegt.
man sie ja so sehen. Denn die Kerzen sind hier im Raum. Im Flur. Die wir noch aufheben könnten. So. Da kommt auch Spaß auf. Wenn da jetzt ein blaues Herz kommt, überlege ich für sie später. Da ist noch eine Blutbank. Da. Ich brauche eigentlich gar kein Geld, ich will aber, wie heißt es? Haha, nein, danke. Ihr wisst schon, Bloodbag. Jetzt hole ich mir erst mein Yamhart. Dann kann ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal benutzen. Oh, mir dann Monster Stufe. Und kämpfe dann gegen den Boss. Ja, so mache ich's. Und dann hinterlasse ich, glaube ich, mein Yamhart. Leider.